Das Wort für die CDU-Fraktion hat der Kollege Dr. Graf. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie auch an dieser Stelle und wünsche uns allen eine fruchtbare und gute Zusammenarbeit in den nächsten 5 Jahren. Ich möchte zunächst einmal auf den Antrag Ausschussvorsitz Hauptausschuss eingehen. Und Herr Kollege Kohlmeier, wahrscheinlich lag das daran, dass Sie nie in die Bedrohung gekommen sind, weil Sie so lange regieren gefühlt in dieser Stadt. Es wäre ja interessant gewesen, wie Sie hätten abgestimmt, wenn das anders gewesen wäre. Aber der Antrag geht ja auf eine Initiative von Bündnis 90 Die Grünen zurück, der sich die Fraktion der Linken und der Kollege Delius angeschlossen haben. Und in der Tat wäre es interessant gewesen, Herr Kollege Esser, weil Sie vorhin schon nach unserer Position fragten, hätten Sie diesen Antrag ja auch vor dem 5. Oktober gestellt. Am 5. Oktober, Sie hatten ja den Anspruch, bis zum 18. September die Stadt zu führen. Bis zum 5. Oktober wollten Sie Juniorpartner auf gleicher Augenhöhe sein. Und übrig bleibt jetzt der Anspruch, offenbar den Hauptausschuss zu haben. Und Sie haben ja, Herr Ratzmann, am Dienstag aufgerufen, jetzt die Opposition zu führen. Sie haben Sie auf das Ross der Opposition geschwungen. Mein Eindruck war, Sie mussten aufpassen, dass Herr Behrendt Ihnen nicht davongeritten ist am Dienstag. Aber nun mal zu dem Antrag selbst. Natürlich kann man über das Ansinnen der Grünen hier diskutieren und reden. Ja, na klar, den haben wir auch gestellt, das haben wir eben schon gehört. Aber man muss in der Tat sich mal angucken, weil Sie das Beispiel Deutscher Bundestag nehmen. Geregelt ist das da nicht in der Geschäftsordnung, das ist parlamentarischer Brauch. Und wir haben hier im Haus den Brauch, dass es nach Zugriffsrecht der Fraktionen geht. Und reden Sie doch mit den anderen Fraktionen. Es ist doch gar kein Naturgesetz, dass die stärkste Fraktion den Hauptausschuss greifen wird oder die zweitstärkste. Versuchen Sie doch die Diskussion, anstatt das in der Geschäftsordnung festzuschreiben. Sie wollen ja auch nicht regeln, wo der Petitionsausschuss landet, wo andere wichtige Ausschüsse landen. Warum also nur beim Hauptausschuss? Weil Sie ihn selber haben wollen. Insofern suchen Sie das Gespräch mit uns auf Geschäftsführerebene oder in den Beratungen. Und ich möchte auch noch einen weiteren Punkt sagen, warum wir auch eine andere Position heute haben als vor 5 Jahren. Ich kann das selbst auch ganz persönlich sagen, weil ich in den letzten 5 Jahren im Hauptausschuss angehört habe als stellvertretender Vorsitzender und sagen muss, ich habe dort einen Vorsitzenden erlebt, weil Sie hier sagen, die Verhandlungsführung muss der Opposition zustehen. Ich habe da einen Vorsitzenden erlebt, der parteiübergreifend gearbeitet hat und ich sage Ihnen, es kommt auf die Persönlichkeit an, nicht darauf an, ob jemand aus der Regierungsfraktion oder der Oppositionsfraktion kommt. Und was das manchmal, wenn man das gut macht, für Aufstiegschancen hat, sehen wir heute an dem Kollegen Wieland, den ich viel Erfolg für den Wahlgang nachher wünsche. Aber lassen Sie mich noch zu den Piratenanträgen etwas sagen. Liebe Kollegen von den Piraten, es ist natürlich nicht einfach, wenn man als Tischvorlage ein ganzes Bündel von Anträgen zur Änderung der Geschäftsordnung hier bekommt, insbesondere wenn Sie die Änderung der Verfassung voraussetzen. Ich sage Ihnen aber zu, dass wir das sehr ernsthaft prüfen wollen und werden, Ihre Ansinnen im Rechtsausschuss. Ich will Ihnen aber auch sagen, weil Sie sagen, es sei eine Benachteiligung, dass nicht jede Fraktion einen Vizepräsidenten hier im Haus stellt, dass wir hier im Haus bewusst auch die Regelung haben, dass nach D'Hondt jede Fraktion im Präsidium einem überfraktionellen Gremium vertreten ist. Das ist nicht in allen Landtagen so, das will ich Ihnen mal sagen. Ich habe das eben noch prüfen können. Es ist im Hessischen Landtag, im Niedersächsischen Landtag, im Schleswig-Holsteinischen Landtag nicht so. Und das ist schon mal ein Fortschritt, den Sie hier erfahren. Aber wir werden das gerne im Rechtsausschuss prüfen. Ich will zuletzt auf Ihren Antrag Stärkung der Einzelrechte der Abgeordneten sagen, dass wir schon finden, dass die Fraktionen einen anderen Status haben als einzelne Abgeordnete, das im Parlament haben. Weil die parlamentarische Demokratie, sie muss auch funktionieren und es muss auch gelingen, hier noch eine Arbeitsfähigkeit sicherzustellen. Und das Haus war sich nie zu schade, eine Sondersitzung einzuberufen, wenn es notwendig war. Wir haben hier sogar Abgeordnete aus dem Urlaub geholt, als es um den Verkauf der Bankgesellschaft vor 4 Jahren gab. Und insofern machen Sie sich da keine Sorgen. Wenn es Not gibt, eine Sondersitzung einzurufen, dann wird es auch die nötige Mehrheit finden, die das hier braucht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir werden den GO-Antrag zum Hauptausschuss ablehnen und den Rest werden wir in den Rechtsausschuss überweisen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort für die Fraktion der Grünen hat der Kollege